ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen leckeren Rezept. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute kochen wir ein super tolles Rezept von dem Rezepte mit Herz Team und zwar aus der neuen Rezepte mit Herz Familienküche Herbst-Winter. Ich setze euch den Link zu diesem Magazin gerne mal unten in die Infobox. Schaut da unbedingt vorbei und es gibt heute einen Kartoffelspinatauflauf. Sieht super lecker aus. Eine ganze Mahlzeit aus dem Backofen auf einen Streich. Finde ich super praktisch und solche Rezepte liebe ich. Und deswegen gibt es das heute. Ich blende euch mal ein, welche Zutaten wir brauchen. Und jetzt starten wir gleich ins Video. Ihr könnt euch den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und eine Auflaufform schon mal raussuchen. Die sollte die Maße 30 auf 25 cm haben. Und diese werde ich jetzt noch schnell einfetten. Ich nehme da einfach ein bisschen von meinem geliebten Albaöl. Ihr könnt aber auch Butter nehmen. Mit der Butter geht es natürlich auch. Das wäre dann schon mal erledigt. Auflaufform stelle ich wieder zur Seite. Und dann geht's los. Und zwar mit einer Zwiebel, die habe ich geschält und halbiert und die werde ich jetzt erstmal zerkleinern. Ich setze dafür meinen Miximizer ein und zerkleinere das Ganze 3 Sekunden auf der Stufe 5. So, jetzt einmal kurz den Miximizer abkratzen. Die Zwiebeln vom Rand runterschieben und 300 Gramm Tiefkühlspinat dazugeben. Ich habe jetzt solchen Spinat, der in so schönen Stücken vorportioniert ist. Ist richtig praktisch. Da könnt ihr euch dann einfach aus der Packung die Menge rauswiegen, rausschütten, die ihr braucht. Und der Rest wandert wieder in den Gefrierschrank. Finde ich besser und praktischer wie so ein Block, wo man natürlich nur den ganzen Block verwenden kann. Und wenn man ihn wirklich auftaut, dann sind so kleine vorportionierte Stücke noch mal praktischer. Ich habe ihn jetzt nicht großartig auftauen lassen, nur die Zeit, die ich halt meine Zutaten hier vorbereite und hinrichte. In der Zeit hat er draußen gestanden und ja, ansonsten müsst ihr ihn nicht großartig auftauen lassen. Dann brauchen wir 150 Gramm Milch. Ich nehme jetzt wieder die Milch, die ich zu Hause habe. Ist eine fettreduzierte mit 1,5% Fett. Aber nehmt da einfach die, die ihr habt, die ihr gerne trinkt. Dann brauchen wir 250 Gramm Sahne. Also einen ganzen Becher und noch ein bisschen was. Dann einen Esslöffel Gewürzpaste für Gemüsebrühe, selber gemacht. Und mein erstes Glas, das ich mir hier letztens erst gemixt habe, ist dann auch schon leer, so schnell. Also wenn man da wirklich immer wieder verwendet, das geht so schnell. Ihr braucht da wirklich keine Bedenken haben, dass euch die Gewürzpaste irgendwann schlecht wird. Dann etwas Salz. Schmecken wir aber auch noch ab. Etwas Pfeffer. Und einen halben Teelöffel Muskat. So, das war jetzt erstmal alles. Das lassen wir jetzt aufkochen und zwar 20 Minuten bei 100 Grad auf der Stufe 2. Ja, und in dieser Zeit könnt ihr euch jetzt schon mal die Kartoffeln vorbereiten und zwar 1 Kilo schälen und in ungefähr 0,3 mm breite Scheiben schneiden. Habe ich hier schon vorbereitet und wenn dann unsere Spinatmasse fertig ist, geht es weiter. Also unbedingt dranbleiben, bis gleich. Kurze Info, falls euch das jetzt auch so geht, dass euch das Ganze etwas hochkocht,
dann stellt es auf 98 bzw. 95 Grad runter und lasst es den Rest der Zeit dann noch so vor sich hin köcheln. Also es ist nicht weiter schlimm, ihr braucht keine Angst haben, aber es gibt natürlich ein bisschen Sauerei und das brauchen wir nicht unbedingt. Ne? Also das nur so als kleiner Tipp am Rande. Ja, meine Lieben, die 20 Minuten sind rum. Schaut mal, so sieht die Spinatmasse aus. Ich werde sie jetzt ganz kurz abschmecken, gegebenenfalls nachwürzen. Wahrscheinlich wird mir wieder Salz fehlen. Lecker. Ich muss noch mal testen. Ich glaube nicht. Heute ist das richtig gut gewürzt. Ich schiebe jetzt noch mal alles vom Rand runter. Dann mache ich mir kurz Platz. Hol die vorbereitete Auflaufform und meine Kartoffelscheiben. Die brauchen wir nämlich jetzt. Und jetzt werden wir eine Lage mit Kartoffelscheiben hier unten hineinschichten. Dann kommt eine Schicht von der Spinatmasse drauf, dann nochmal der Rest von den Kartoffelscheiben oben drauf und dann den Rest Spinatmasse. Und das mache ich jetzt. So, schaut mal, hier ist die erste Lage. Ich habe sie jetzt so ein bisschen dachziegelartig übereinander geschichtet. Jetzt gebe ich die Hälfte, also ungefähr, ich weiß nicht, ob ich das ganz genau hinbekomme, aber ungefähr die Hälfte Spinatmasse. Ich lasse mir das lieber noch für oben drauf. Verteile es ein bisschen gleichmäßig auf den Kartoffelscheiben. So, schaut mal, jetzt liegt hier etwas Spinat drauf und jetzt kommt die nächste Schicht wieder Kartoffelscheiben. So, hier sind die restlichen Kartoffelscheiben schön draufgeschichtet und jetzt kommt noch der Rest Spinat drüber. So, schaut mal. So sieht jetzt der Spinat-Kartoffelauflauf aus, aber es fehlen noch die Eier. Ich habe jetzt hier 4 Eier und jetzt versuche ich mir kleine Mulden irgendwie hier noch in die Kartoffelscheiben reinzudrücken, wo ich meine Eier draufsetzen kann. Mal schauen, ob das mir gelingt. Ich schiebe jetzt hier vielleicht einfach mal ein bisschen die Kartoffeln auseinander und dann habe ich da so eine kleine Kuhle und werde da genau die Eier noch reinschlagen.
jetzt wandert der Auflauf in den Backofen bei 180 Grad für circa 30 bis 40 Minuten, bis die Kartoffeln schön durch und gar sind und ja auch die Eier schön gestockt sind. Also bis gleich. Ja, und hier ist jetzt der fertige Kartoffelspinatauflauf mit Eiern. Ich habe ihn ganz frisch aus dem Backofen rausgeholt. So sieht er aus. Richtig köstlich. Er war bei mir jetzt 40 Minuten drin und ich muss sagen, ich bin total begeistert. Also es ist wieder ein ganz, ganz tolles Rezept vom Rezepte mit Herz Team. Habt einen super Job gemacht. Vielen, vielen Dank dafür. Schaut unbedingt in das Magazin rein, holt es euch. Wie gesagt, ich habe es euch in die Infobox verlinkt. Und probiert natürlich auch diesen leckeren Auflauf aus. Ich finde es immer klasse, auf einen Schlag das ganze Gericht fertig und steht auf dem Tisch. Also wie gesagt, ganz, ganz toll. Vielen Dank nochmal. Ja, meine Lieben, und dann wünsche ich euch jetzt nur noch viel Spaß beim Ausprobieren. Einen guten Appetit. Lasst es euch gut schmecken. Danke, dass ihr wieder bei mir vorbeigeschaut habt. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Eure Sandra. Tschüss.